Einen guten Gewünsch, ich begrüße euch. Ja, ich habe mir überlegt, sobald ich wieder an dem Tag angekommen bin, wo ich am gleichen Tag, wo ich die Aufnahme starte, noch am gleichen Tag hochlade, das jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, aber ich versuche das jetzt wirklich in den nächsten Wochen so hinzubekommen, hier etwas mehr Struktur mit reinzunehmen oder das halt etwas anders zu machen. Das heißt, das wird man dann schon in den Playlisten mitbekommen. Vielleicht steht dann auch in der Beschreibung mit drinne, von wann die Aufnahme ist, wenn ich nicht am gleichen Tag die Aufnahme oder das Let's Play noch am gleichen Tag hochlade. Das könnte ich gerne machen. Aber mir geht es einfach darum, dass ich jetzt demnächst etwas mehr Struktur hier reinbekomme. Das heißt, das Format steht mit drinne, dass man immer weiß, welches Format spiele ich, was für ein Deck spiele ich, also welche Farbkombinationen kommen da zusammen. Habe ich schon im vorletzten Video einmal kurz am Ende des Videos mit erwähnt, was die ganzen Fraktionen betreffen und dass ich das dann etwas strukturierter mache, wie es bei anderen YouTubern der Fall ist, dass man sofort weiß, aha, das Format wird gespielt, das Deck wird gespielt. Ich schaue es mir gerne an, weil ich diese Deckfarben selber auch gerne spiele oder das ist halt so mein Fokus. Ja, sagen wir mal so Naya, Espa. Je nachdem, dass man sagt, das ist so mein Fokus, das sind so die Decks, die ich gerne spiele und nichts anderes. Auch ich werde mich da festlegen und das etwas strukturierter machen, so dass dann die Leute immer sofort wissen, okay, wenn ich hier in die Playlist reinschaue oder mir das Video mir angucke, dann weiß ich auch immer sofort, ob er jetzt ein Fun-Deck spielt, ob er jetzt seine Deckliste veröffentlicht. Ja, und demnach werden dann diese Videos auch in den richtigen Playlisten mit reinkommen. Also ich weiß, bei anderen YouTubern ist die Übersicht etwas besser, weil ich habe sehr viele Playlisten angelegt, sehr viele verschiedene. Es kann sein, dass man vielleicht da sehr schnell den Überblick verliert. Ich hoffe nicht. Für Leute, die jetzt über, ja, sagen wir mal, über Handy schauen oder über Tablet, vielleicht ist da die Übersicht nicht so toll wie jetzt, wenn man einen Rechner hat. Also, wenn ich jetzt einen Rechner benutze und dann mir hier YouTube mir anschaue, also mir generell mir Videos anschaue auf dem YouTube-Kanal, dann habe ich eine sehr schöne Übersicht. Aber mit Tablet, mit Handy, ist halt so eine Sache. Und ja, da kann jeder für sich entscheiden, aus welchem Beweggrund er sich das gerne anschaut, wenn er sich jemanden anhört, wenn er sich halt seinen Content anschaut. Und es ist halt wie Kunst, ja? Wie komme ich darauf? Nun, ich denke, die meisten von euch kennen vielleicht Deadpool, ja? Und da ist es halt sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob es viele YouTuber gibt, die diese Methode auch versuchen anzuwenden, ob sie das, wenn sie es machen, dann auch bewusst machen oder eher unbewusst machen. Und bei Deadpool ist das halt so bekannt, ne? Er durchbricht halt die vierte Wand zum Publikum und man hat einfach das Gefühl, so mittendrin zu sein, als würde man wirklich gerade eine Konversation mit diesem Deadpool, also diesem Anti-Superhelden, als würde man da eine direkte Konversation führen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber wenn man das Gefühl so vermitteln kann und wenn es positiv aufgenommen wird, warum nicht, ne? Dass man auch irgendwo das Gefühl hat, direkt mit der Person zu reden. Und es gibt YouTuber, die können das sehr gut, ja. Da hat man immer das, so das Gefühl, ich bin jetzt direkt mit dieser Person verbunden, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Man hört sich das einfach nur an, was man sich gerade anschaut. Und entweder kommt das dann gut an oder halt nicht, ne? Ich habe das bei einigen YouTubern schon beobachtet, dass sie das so versuchen. Es gibt viele, denen ist das vielleicht gar nicht aufgefallen. Und man fühlt sich dann etwas verbunden mit der Person, ne? Da würde ich schon sagen, da steckt etwas Psychologie dahinter. Vor allen Dingen für Leute, die schon sehr viel Reichweite haben, einen großen Content leiten, weil sie sehr viele Abonnenten haben und sehr viele Aufrufe generieren. Da wären solche Sachen schon sehr interessant. Ja, das wäre eigentlich erstmal alles. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss.